Leute, ganz herzlich willkommen zu einem neuen entspannten Video für zwischendurch und damit ganz herzlich willkommen in meinem neuen Zimmer für die YouTube-Videos. Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich euch da mal einen kleinen Einblick gebe und das mache ich selbstverständlich gerne. Ihr habt in den Videos schon gemerkt, der Hintergrund hat sich mittlerweile wieder geändert. Ich bin tatsächlich wieder umgezogen, liegt ganz einfach daran, dass ich für das Fliegen, also für meinen eigentlichen Job, die Homebase, der Stationierungsort, quasi der Heimatflughafen, wenn man so will, wieder geändert hat. Der hat sich in der letzten Zeit immer mal wieder geändert. Mittlerweile ist es wieder der Frankfurter Flughafen. Das heißt, um mir lange Fahrzeiten zu ersparen und mir ein bisschen Stress zu ersparen, bin ich aus meiner eigentlichen Heimat Hamburg wieder weg und bin jetzt wieder in Richtung Süddeutschland gezogen. Also, das hier ist das neue Zimmer. Hier entstehen die Aero News, hier entstehen auch die Livestreams. Ich möchte euch die Sachen gerne zeigen, wie sich das für eine Roomtour gehört. Ich muss auch noch ein bisschen reinkommen, aber wie sich das für eine Roomtour gehört, habe ich euch die Sachen, die man verlinken kann, in der Videobeschreibung unten verlinkt und versuche direkt von Anfang an alle möglichen Fragen, die zu den Dingen entstehen könnten, zu beantworten. Ansonsten freue ich mich aber selbstverständlich auch auf eure Kommentare. Leute, legen wir los. Aus dieser Ecke des Raumes kommt euch wahrscheinlich noch am meisten bekannt vor. Ihr kennt den Sessel, auf dem ich sitze, der ist schon mal in einem Video vorgekommen und ihr kennt auch den Trolley hier, den habe ich auch schon mal durchs Bild geschoben. Die meisten von euch wissen, denke ich mal, Bescheid. Vor meiner Pilotenausbildung war ich ja noch eine ganze Weile als Flugbegleiter unterwegs und da habe ich genau solche Trolleys durch den Flieger geschoben und die werden alle paar Jahre mal durchgetauscht, wie auch immer. Die werden dann ausgemustert irgendwann und dann kann man die halt eben erwerben und so ein Ding habe ich mir dann mal geholt. Und der hilft. Im Arbeitszimmer macht der echt überraschend viel Sinn, weil in so einem Trolley kann man ziemlich viel, ziemlich effizient, ziemlich platzsparend verstauen. Ist ja auch Sinn der Sache. Auf jeden Fall hat er halt diese Einschübe, wo man dann Sachen reinpacken kann. Ich habe die Möglichkeit, dort meine ganzen Kabel zu verstauen, viel Platz für Kleinkram und so weiter. Stört nicht, kann man die Tür zumachen. Den Sessel kennt ihr, wie gesagt, den habe ich mir für meine Einzimmerwohnung in Frankfurt, damals auch aus der Flugbegleiterzeit noch, habe ich mir von Ikea, Söderham heißen die Dinger, glaube ich, habe ich mir da mal ein bisschen was zusammengebastelt, habe mir da ein Sofa geholt und dann auch irgendwann diesen Sessel. Man hat relativ viel Platz darauf, sorgt im Arbeitszimmer einfach dafür, dass ich, wenn ich an einem Skript schreibe oder sowas oder ein Video schneide, dass ich mich dann auch einfach mal auf diesen Sessel hier hauen kann. Das ist dann etwas entspannter, als dauerhaft am Schreibtisch zu sitzen oder neuerdings auch am Schreibtisch zu stehen. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ansonsten steht hier noch so ein Dyson Luftreiniger in der Ecke. Ist aber auch eigentlich gar nicht so wichtig. Viel interessanter ist das Bücherregal, was hier steht, was kein wirkliches Bücherregal ist. Das sind drei E-Cats von Ikea. Man merkt, wenn man umzieht, ne, dann hat man die ganzen Ikea-Namen noch so ein bisschen im Kopf. Gefällt mir ganz gut, weil Ordner perfekt reinpassen und Bücher passen halt auch ganz gut rein. Und ich bin froh, dass ich endlich wieder ein paar Bücher habe, die ich irgendwo in ein Bücherregal stellen kann. Denn beim Thema Lesen war ich tatsächlich ganz schön raus in den letzten Jahren. Auch als dann die Ausbildung kam, habe ich mich vor allem eher mit dem Handbuch des Fliegers auseinandergesetzt und gar nicht mehr so wirklich mit irgendwelchen Büchern. Da mussten mich ein paar Leute wieder ein bisschen überzeugen, wieder ein bisschen in das Thema zurückholen. Und was hervorragend funktioniert hat, um mich wieder für Bücher zu begeistern, ist Blinkist. Ihr wisst Bescheid, Blinkist liefert euch die Kernaussagen von mittlerweile über 5000 Sachbüchern aus 27 unterschiedlichen Kategorien, wo ihr euch das Beste für euch raussuchen könnt. Mittlerweile fasst euch Blinkist auch Podcasts zusammen, das Ganze in jeweils um die 15 Minuten. Es gibt Blinks zum Anhören und zum Lesen auf Deutsch und auf Englisch. Ich lasse mir immer gerne von der Blinkist-App ein neues Buch vorschlagen. Wenn ich mit dem Hund draußen bin zum Gassi gehen, dann kann man sich da immer gut was anhören. Und hin und wieder ist es dann halt so, dass mir ein Buch so gut gefällt, dass ich entweder dann vorbeischaue, ob es das mittlerweile auch als komplettes Hörbuch in der App gibt, weil auch das ist dann direkt in der Blinkist-App verfügbar. Oder ich überlege mir dann, dieses Buch tatsächlich zuzulegen, damit ich es in mein Bücherregal stellen kann und lesen kann. Also viele davon habe ich leider noch nicht gelesen. Ich arbeite mich langsam aber sicher durch und bin beim Thema Lesen endlich mittlerweile auch wieder mit dabei. Wenn ihr euch für Blinkist interessiert, erster Link in der Videobeschreibung gilt immer noch. Blinkist.de/aeronews liefert euch 25% Rabatt auf euer Jahresabo Blinkist Premium. Und ganz wichtig, ihr könnt die App auch 7 Tage kostenlos testen. Und zwar in vollem Umfang. Das heißt, da könnt ihr wirklich einmal schauen, ob Blinkist auch wirklich was für euch ist. Gut, damit haben wir das. Vielen Dank für eure großartige Unterstützung, Leute, und viel Spaß mit der App. Und bevor wir das Wichtigste in dieser Ecke vergessen, es haben mittlerweile auch tatsächlich ein paar echte Pflanzen ihren Weg auf dieses Regal geschafft. Aber das meine ich gar nicht, sondern dort oben hängt jetzt auch endlich der 100.000 Abonnenten Play-Button von YouTube. Und davor, vielleicht ist das sogar noch etwas wichtiger, es ist definitiv wichtiger, davor steht noch ein A340-600 als kleines schnuckeliges Plastikflugzeugmodell. Ich muss gestehen, so Sachen, die so rumstehen, die stressen mich immer so ein bisschen. Deswegen habe ich mich doch tatsächlich dazu durchgerungen, bei dem Umzug jetzt
alle Flugzeugmodelle wegzutun. Ich habe sie über eBay Kleinanzeigen weggegeben. Ein Flugzeugmodell ist aber übrig geblieben und das ist halt eben mein absolutes Lieblingsflugzeug, der A340-600. Der hat jetzt hier auch noch einen schönen Platz gefunden und gehört jetzt hier mit dazu. So, jetzt sind wir hier fertig. Jetzt machen wir weiter mit den wirklich spannenden Sachen. Und das Ding hier ist vielleicht schon ein bisschen wichtiger in diesem Zimmer. Und zwar gibt es einen zweiten Schreibtisch in diesem Zimmer. Das wollte ich ganz gerne haben, weil ich einen Schreibtisch haben wollte, an dem ich erstens stehen kann. Also das hier ist ein elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch von Ergotopia. Und es gibt mir die Möglichkeit, einen Schreibtisch nur fürs Aeronews Video machen zu haben. Also ein Schreibtisch, der wirklich nur dafür da ist, dass hier mein Laptop drauf liegt, dass ich hier Skripte schreiben kann, dass ich hier Videos schneiden kann, im Sitzen oder im Stehen, wie ich es dann halt eben gerade haben möchte. Und ansonsten befindet sich auf diesem Schreibtisch eigentlich gar nichts, außer ein Notizbuch, zwei Plastikpflanzen, die noch irgendwo hin mussten und zwei Elgato Keylights, die auf der linken und rechten Seite hier am Tisch dran sind. Das sind zwei Lichter, die für meine Zwecke eigentlich super gut geeignet sind, weil sie total platzsparend sind, weil sie sich hervorragend einstellen lassen. Sie sind total unkompliziert und für die Aeronews damit eigentlich perfekt. Das Ding ist neu, der Schreibtisch ist neu und auch die Lichter sind neu und damit das für mich Spannendste und Wichtigste an diesem ganzen Raum hier. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das hier vielleicht der spannendste Bereich für euch ist. Hier steht das ganze Zeug zum Stream. Hier stört mich niemand beim Stream. Hier kann ich ganz in Ruhe meine Sachen machen. Und hier stört es vor allem auch mich nicht, wenn solche Sachen wie ein Joystick, wenn die Pedale unterm Schreibtisch und so weiter, wenn sowas alles stehen bleibt, weil ich ja jetzt, wie gesagt, für das eigentliche Arbeiten den zweiten Schreibtisch hier stehen habe. Das heißt, auf meinem alten Schreibtisch, den ich mir vor Jahren mal zusammengebastelt habe aus zwei IKEA Alex Kommoden und einer IKEA Tischplatte, das habe ich vor einigen Jahren mal bei Felix Bar in einem Video gesehen und das fand ich so gut, dass ich das ganz gerne selber so machen wollte. Und es hat tatsächlich bis jetzt gehalten. Der Schreibtisch liefert immer noch beste Dienste. Ansonsten, die meisten Sachen kennt ihr, glaube ich, schon. Es hat sich ziemlich viel über die letzten Jahre da zusammengesammelt. Ich habe mir 2011, glaube ich, meinen ersten wirklichen PC gekauft. Ich habe immer Zeitungen ausgetragen und dann weiß ich noch, dass ich ganz lange auf das Scheißding gespart habe und dann endlich diesen PC dort stehen hatte. Und tatsächlich sind einige Bestandteile von diesem Einkauf aus dem Jahr 2011 von vor mittlerweile 10 Jahren tatsächlich immer noch hier. Und zwar die Medion-Tastatur, die hier noch liegt, die Medion-Maus, die hier immer noch liegt. Übrigens absoluter Gamer-Tipp, die Geo Epoche als Mauspad. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Die Acer-Monitore, da hatte ich erst einen von, habe ich mir dann einfach nochmal einen zweiten dazu gekauft für ein bisschen Kleingeld auf eBay. Es ist ein bisschen zusammengesammeltes Equipment, das weiß ich auch. Aber bis jetzt komme ich ganz gut mit dem ganzen Equipment klar. Was neu dazugekommen ist, ist das Elgato Keylight auch an diesem Schreibtisch hier. Ansonsten den PC kennt ihr schon. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran. Das war die erste große Aktion im Jahr 2020, im letzten Jahr. Da haben wir diesen PC zusammengebaut. Im Stream, ja, das war eine ganz große Investition in den Kanal, aus jetziger Perspektive betrachtet, für das Jahr 2020 und auch für das aktuelle Jahr. Die Grafikkarte wurde mittlerweile durchgetauscht, da war erst eine RTX 2080 Ti drin, mittlerweile ist eine RTX 3080 drin, die mir netterweise von Nvidia zur Verfügung gestellt wurde, damit wir hervorragende Flugsimulator-Streams und entsprechende Videos machen können. Aber ansonsten sind die ganzen Einzelteile da selbst zusammengekauft und ich bin super happy und auch ein bisschen stolz, dass dieser PC immer noch ohne Probleme läuft. Das kleine Ding hier, das ist meine alte Kamera, mit der ich die Videos gemacht habe, eine Sony Alpha 6300. Eine Kamera, die mir ein bisschen auf die Nerven ging, weil sie immer zu heiß wurde. Jetzt in ihrer Funktion als Side-Stick-Cam, wenn ich sie nicht vergesse, macht sie ihre Dienste ganz hervorragend. Deswegen, die befindet sich auch noch hier am Schreibtisch. Vielleicht noch erwähnenswert, die Ruderpedale unterm Schreibtisch, mittlerweile auch hervorragend mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt. Das also zum Streaming-Setup. Und damit habe ich euch eigentlich alles Wichtige in diesem Raum gezeigt. Und zum Ende nochmal die wahrscheinlich wichtigste Perspektive aus diesem Raum hier, und zwar der neue Hintergrund für die Videos. Ihr habt es vielleicht in den letzten Tagen schon gesehen. So wie ihr es gewohnt seid aus der Vergangenheit, wieder Blueprints an der Wand. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es die blauen Bilder bleiben sollen. Das waren halt die, die ich noch als Muster hier rumliegen hatte, weil das große Format passt leider nicht mehr hin. Deswegen jetzt in 60x40 cm im mittleren Format. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich da vielleicht auf die Blackprints, also auf die neuen schwarzen Motive umschwenken sollte. Schauen wir uns nochmal an. Ansonsten ist der Raum aber fertig. Ich habe euch alles Wichtige gezeigt. Ich hoffe, es war ein cooler Einblick für euch.
auch für mich ein etwas anderes Video. Ich freue mich sehr auf euer Feedback dazu und dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Tagen bei einem neuen Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Vielen Dank für euren großartigen Support und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ich wünsche euch eine sehr schöne neue Woche. Hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal und tschüss.